Wir sind heute für euch in Friedrichshafen auf der Vorpressekonferenz zur Tuning World Bodensee 2013. Und wir haben für euch die Driftshow mit Lars Verbreken aufgenommen. Ik denk dat
dass wir trotzdem wieder eine recht spektakuläre Driftshow haben werden. Und wir haben jetzt mittlerweile schon 10 Fahrzeuge dabei, die nicht unbedingt alle gleichzeitig fahren, aber vielleicht kriegen wir es mal hin, einen sogenannten Drift-Train irgendwie starten zu lassen. Was passiert da im Auto? Was muss ein Fahrer alles beherrschen und beachten, dass das so kontrolliert funktioniert? Also im Grunde glaube ich, dass eigentlich unser Fahrer Lars Verbrecken das besser beantworten kann, aber... Fragen wir ihn noch gleich. Ja, was müssen wir machen im Auto? Ja, wir müssen das Auto eigentlich unstabiel machen. Normalerweise, wenn man geradeaus weer een normale Kurve neemt, is das Auto stabiel. Want wie fahren das Auto in unstabiele Zustand? So, ja, das ist, was wir machen mit Handbremse, Gas geben, abbremsen und so weiter, gegenlenken. Das, was wir machen. Wie kommt man zum Driften? Was haben Sie vorher gemacht? Ich bin LKW-Fahrer und Autosport hat mich immer interessiert und ja, ich habe immer Hecktriebler gefahren und so, manchmal Kreisverkehr, so, als keiner das sieht. Und dann habe ich herausgefunden, dass es ein richtiger Sport war und bin ich angefangen. Was braucht es, wenn jemand auch mit dazukommen will? Was muss man alles sich organisieren, wenn man driften möchte? Was braucht man alle? Auf jeden Fall ein Hecktriebler. Man braucht richtige Reifen, gute Reifen, richtig PS unter die Haube. Man kann langsam anfangen auf nasse Strecken, aber wenn man auf trockene Strecken weiter will, dann braucht man mindestens 300 PS. Und ja, alles andere is eigenlijk verbouwd via een richtige schermwagen. Alles, ja, bremsen en zo weiter, Uberkäfig en zo weiter. Alles is. Het is eigenlijk een richtige schermwagen met andere abstimming. Gibt es einen Unterschied von einem Driftreifen zu einem herkömmlichen Reifen? Also, einige Reifenhersteller bewerben bestimmte Reifen als spezielle Driftreifen, aber derzeit wüsste ich jetzt nicht von einem speziellen Driftreifen. Bei uns sind das ganz normale Straßenreifen. Das ist in dem Fall der Acinis LK453. Manche Fahrer fahren auf den Vorderreifen noch Semislicks, weil da einfach mehr Grip ist. Allerdings ist es in den meisten Wettbewerben nicht erlaubt. Also die Reifen müssen straßenzugelassen sein und eine sogenannte E-Kennung haben. Deswegen Slicks, Rennreifen ist grundsätzlich alles nicht möglich. Also machbar wäre es, aber ich denke auch, um den Sport noch bezahlbar zu halten, ist es mit Sicherheit für die meisten Fahrer ganz angenehm, wenn sie einfach mit Straßenreifen fahren können.